Ich würde gerne hoch. Hier geht's hoch? Hier geht's hoch. Ich mag euch nicht. Ich mag euch ganz und gar nicht. So, es müsste reichen. Lauf, 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 lauf. Ja, du bist mir egal. Ich muss hoch, ich muss hoch, ich muss hoch. Hoch, 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 hoch. Nein, ich muss erstmal noch eine Kerze finden und dann erst hoch. Irgendwo hier auf der Etage. Müsste noch eine Kerze sein. Irgendwo in einem dieser doofen Räume hier. Na gut, gucken wir in der nächsten Zwischenebene. Ist hier keine Kerze. Die letzte war einfach so in so einem kleinen Raum, ne? Ja, sowas hier. Das wäre eine Statue. Ach, wenn die uns nicht sehen, werden sie auch gar nicht erst aktiviert. Ja, okay, das ist gut. Du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. Rest bleibt da. Du hast nicht geknackt. Also sie müssen uns sehen, sie müssen knacken und dann müssen wir vorsichtig sein. Du kommst mit. Komm schon, gib mir eine von den Kerzen. Oh, das ist Ende. Also Ausgang von dieser Etage. Weil ich würde schon ganz... Schon ganz gerne. Eins der... alternativen Enden sozusagen spielen. Hallo. Dafür bräuchte ich nur noch eine Kerze hier, dann kann ich hoch. Ne? Ja, ich denke, da irgendwo wird der Haken sein. Wir müssen an dem Typen vorbei. Ich will nicht an den Typen vorbei. So. Also hier links waren wir noch nicht. Da waren wir schon. Oh, oh, ja, ja. Okay. Eine von den Türen könnte es gewesen sein. Nee, hier ist keine Kerze gewesen. Hallo. Oh, ist aber auch keine Kerze gewesen. Nee, keine Kerze. Dora Ex-Mann. Also wir müssen jetzt eine Etage runtergehen und hier uns umgucken. Ich laufe mal ein bisschen panisch durch die Gegend. Ich meine, wir haben ja volle Lebenspunkte. Wir können uns noch ziemlich häufig neu beleben. 7-mal können wir jetzt ruhig ein bisschen Schaden verkraften. Alles für die Wissenschaft. Oder alternative Enden. Nö. Hier geht's nach da. Kein Licht. Hier vielleicht? Nö. Das ist die Bank in der richtigen Welt. Und ich glaube, diese Fischmenschen sind die einzigen bisher, die noch nicht in späteren Levels angefangen haben, irgendwelche Geschosse von sich zu schleudern. So, wir müssen runter. Also zurück. Nächste Lampe suchen. Außer meine Grundaussage ist vollkommen falsch. Vielleicht gibt es hier nicht auf jeder Etage. Also mit Etage meine ich wirklich... durch dieses Ding durchgehen, um zum nächsten Bereich zu kommen. Dass nicht in jeder Etage eine Lampe ist, sondern einfach irgendwo drei Lampen innerhalb von diesen vier Etagen verteilt wurden.
Das heißt, ich könnte jetzt in der nächsten Etage 2 finden. Aber glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nee. Das war Fallschaden, das war kein Echsenweinender Engelbiss. Aber hier geht's gar nicht weiter. Wir sind jetzt ganz unten. Warte mal, ich buskiere ein bisschen was. Ich will mal gucken, was da hinten ist. Da ist nämlich was. Haha. Da wären wir so gar nicht hingekommen. Also doch, wahrscheinlich, wenn wir erst hochgegangen wären. Und dann wieder runter. Aber gut. Hier ist keine Kerze. Definitiv keine Kerze. Okay, okay. Tschüss. Andere Seite. Also hier durch. Keine Kerze, keine Kerze, keine Kerze. Tote Ex-Menschen auf dem Boden. Blätter nach oben. Weg zurück. Oh. Okay. Du kommst mit, du kommst mit. Du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. Du stirbst. Ich hätte mal den Kompass doch wieder nehmen sollen. Aber das kann ich mir jetzt ja nicht mehr aussuchen. Aber wenn ich jetzt irgendwo einen Kompass sehe, dann nehme ich den mit. Obwohl, dann können wir nicht mehr so schön abkürzen. Nee. Okay, wir nehmen den Kompass, gucken einmal auf jede Etage. Also Zwischenetage hier. Ob eine Kerze markiert ist? Ich weiß ja nicht. Oh ne, hier scheint auch nicht zu sein. Nö. Tut mir leid, dass ich gerade spiele. Du wirst dich jetzt opfern müssen, im Ritual, um wieder hier gefangen genommen zu werden. Weil ich als Spieler die Kerze nicht finden kann. Hier geht's irgendwo hoch. Hier geht's irgendwo hoch. Hier geht's hoch. Da geht's noch höher. Oh, warte mal, hier könnte eine Kerze sein? Nein, okay. Genug davon. Hoch. Oh, da ist ein Terrorblob. Terrorblob ist nicht gut. Deswegen ist es noch weniger nach Kerzen suchen werde. Ich hoffe einfach mal, er kann keine Leitern hochsteigen. Nicht so wirklich toll. Kerze? Ich suche eigentlich so noch einen Weg nach oben. Oh, da waren die komischen Blubbelblasen von dir, genau. Jaun. Oh. Upsala. Ja, ist ganz schön träge, das ist ein Vorteil. Also wir können theoretisch durch und durch laufen. Nur wenn er dann ausholt, sollten wir ausweichen. Hier ist nichts. Aber hier geht's hoch irgendwo. So hier geht's hoch. Komm schon. Okay, dann so. Welchen uralten Text müssen wir eigentlich vorlesen, fällt mir gerade ein. Er hat gesagt, wir müssen einen uralten Text vorlesen. Und dann eventuell die Kerzen anzünden und eventuell ein anderes Opfer bereitstellen. Wir haben noch keinen uralten Text gefunden. Das könnte jetzt dezent von Nachteil sein, wenn wir da jetzt gleich an auftauchen. Wo auch immer da ist, wir gehen ja einfach nur nach oben. Wir haben ja kein definitives Ziel. Wir haben nicht gesagt bekommen, geh in den obersten Tempel von Cthulhu und spreche so und so und dann, ne? Ja. Nur, dass unsere Forschung herausgefunden haben, dass irgendwo ein Text gesprochen werden muss. Dich brauchen wir gar nicht.
nicht hin. Wir wollen einfach nur hoch. So, Gott. Ja, Gott. Hey, warum? Hey. So. Der hat viel zu viel. Oh, oh. Schuss überlebt. Ja, ja. Also wenn man erstmal den Dreh raus hat, ist das Spiel jetzt auch ziemlich einfach geworden. Also vor allem dadurch, dass wir keine Schlüssel mehr haben. Also vor allem dadurch, dass wir die richtigen Gegenstände haben. Also einmal das Zerstörungsamulett, damit wir überall reinkommen und Gegner viel schneller töten können. Normalerweise hätten wir wahrscheinlich tierisch viel Munition verballert, einfach nur mit ganz normalen Gegnern. Also das Amulett. Dann natürlich das Erste-Hilfe-Kit, dass wir einfach nicht sterben können, solange wir genug Geld haben. Und genug Geld kriegen wir dadurch, dass wir mehr Schaden machen und weniger Munition verbrauchen. Und hier geht's nicht weiter. Oh, okay. Hier geht's nach unten. Ich will nach oben. Gib mir einen oben. Na, oh. Ja, das war nicht oben. Das hier sieht wichtig aus. So, geht's. Ah, das Buch. So, ist hier auch irgendein Gegenstand? Nee. Das heißt, das ist jetzt der uralte Text, den wir sprechen müssen. Das heißt, wir machen jetzt das erste Ende. Das einfachste Ende, was wahrscheinlich sehr grausam für uns enden wird. Aber ich will wissen, was es ist. So. Du liest laut die uralten Wörter des Rituals der Bindung. Die Alten sind immer noch innerhalb der Bücherei gefangen und werden nicht länger eine Gefahr sein für die Erde. Dennoch sind viele mehr von ihnen bereits entkommen und legen alles, was hinter den Mauern der Bücherei liegt, in Schutt und Asche. Also in der Welt. Alles, was du konntest, du hast getan, was du konntest. Du hast das Ritual beendet und vollendest nur den letzten Schritt. Du opferst dich selbst und verbleibst für immer der Hüter der Bücherei. Das Ende. 4 Generationen gespielt. Schließen. Und damit haben wir das Spiel durchgespielt. Also ja, ich muss sagen, die ersten 10 Folgen haben mir tierisch gut gefallen. Es waren recht viele innovative, interessante Sachen dabei. Aber jetzt danach war es eigentlich nur noch ein Durchgelaufe, weil wir fast unsterblich waren. Das fand ich nicht ganz so schön. Und auch das Ende war ein bisschen lapidar. Also es gab keine Bossgegner. Es gab nur diesen einen Blob, der jetzt 2-mal aufgetaucht ist. Und vor dem man ganz einfach weglaufen kann. Sogar durch ihn durchlaufen kann. Also da fehlt noch einiges an Feintuning. Und wesentlich mehr an Leveln und wesentlich mehr an Gegnern und so weiter und so weiter. Wenn das dann noch kommt, ist es auch ein abgerundetes Spiel. Jetzt muss ich allerdings sagen, 10 Euro für das auszugeben, weiß ich nicht. Also es ist ein schönes, gutes Abendprogramm und es ist immer noch mehr, was man bekommt, als wenn man ins Kino gehen würde. Aber ich hätte mir mehr erwartet. Es hat sehr viel Potenzial und ich hoffe, das wird auch ausgenutzt. Aber gut, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Bye, bye. Also, das finde ich jetzt auch komisch. Ich habe mich gewundert, warum sind die Credits so lang und dann
kommen die einfach wieder und wieder und wieder. Man kommt nicht zurück aufs Hauptmenü und es gibt kein Special am Ende mit irgend so einem besonderen Bild oder irgendwas. Schade. Aber na gut. Bye bye.